Wie viel hat mein Model 3 in den letzten 5 Jahren mit einer Laufleistung von 140.000 Kilometern gekostet? Die Antwort auf diese Frage gibt es in diesem Video und damit herzlich willkommen auf meinem Dieser-Dad-Kanal. Ja, tatsächlich, vor wenigen Wochen ist mein Model 3 5 Jahre alt geworden und ich bin damit sage und schreibe 140.000 Kilometer gefahren. Vielleicht erinnern sich manche von euch, ich habe vor der Kaufentscheidung einige Berechnungen angestellt und vor allem mir überlegt, wie viel mich das Auto in 5 Jahren kosten würde und wie das im Vergleich aussehen würde mit einem Skoda Octavia Kombi. Jetzt sind die 5 Jahre um und ich mache die Vergleichsrechnung nochmal auf. Und zwar wie damals in den Kategorien Werkstatt, Versicherung, Steuern, Stromkosten und Wertverlust. Am Schluss erneuere ich sogar nochmal meine Vergleichsrechnung mit dem Skoda und bin ganz schön gespannt, was dann dabei rauskommt. Um eines vorwegzunehmen, es hat sich praktisch keine meiner damaligen Annahmen bestätigt. Ich hatte damals mit einem Model 3 Standard Range für 38.240 Euro netto gerechnet, habe mir dann aber ein Long Range Rear Wheel Drive für rund 5.000 mehr gekauft. Ich hatte damals mit einem Eigenanteil auf Geschäftswagen von 0,5% gerechnet, der wurde dann aber auf 0,25% gesenkt. Ich ging von einer Laufleistung von 90.000 Kilometern aus, bin aber dann 140.000 Kilometer gefahren. Auch der mittlere Strompreis war wesentlich teurer als damals mit 28 Cent angenommen. Aber auch andere Annahmen haben sich teilweise auch zu meinen Gunsten verschoben. Aber erstmal der Reihe nach. Bevor ich direkt in die Berechnungen starte, vielleicht einige wichtige Voraussetzungen noch. Zum einen, mein Auto ist ein finanzierter Firmenwagen, den ich über 5 Jahre finanziert habe. Also inzwischen ist er bezahlt. Dafür habe ich den Eigenanteil versteuert. Wichtig ist auch noch, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, konnte also einiges mit Solarstrom laden. Vielleicht auch noch eine wichtige Voraussetzung, dadurch, dass ich Videos auf YouTube gemacht habe, konnte ich ziemlich viele Menschen dazu animieren, auch einen Tesla zu kaufen und habe über die Referral Codes eine ganze Menge Freikilometer an Superchargern bekommen. Aber das werden wir im Einzelnen dann gleich noch sehen. Ja, und damit kommen wir zum ersten Kostenpunkt, den Kosten für Wartung, Service und Reparatur. Im Grunde hat man ja bei einem Tesla keine regelmäßigen Service- und Wartungskosten. Dennoch bin ich 2-mal zu einem freiwilligen Service-Check gegangen. Und zwar einmal im Oktober 2021 war ich bei Owe zum Garantie-Check, der 399 Euro gekostet hat. Und vor meinem zweiten TÜV war ich dann nochmal im Juni 2024 bei Stegmann zum Service-Check, der 225 Euro gekostet hat. Dazu kommen noch die TÜV-Kosten von 200 Euro, sodass ich insgesamt 824 Euro hier ausgegeben habe. Dann braucht man natürlich Reifen. Und zwar habe ich insgesamt 5-mal die Reifen gewechselt für 50 Euro, habe mir einmal Winterreifen gekauft für 224,40 Euro und dann 2022 Allwetterreifen von Goodyear für 756 Euro. Das sind die, die auch immer noch hier drauf sind. Für Reifen habe ich also insgesamt 1.225,60 Euro ausgegeben. Was Wartung und Reparaturen betrifft, hatte ich ja nicht mit besonders viel gerechnet, weil das Auto hat ja nicht so viele Bauteile wie ein Verbrenner. Also ging ich davon aus, es gibt auch nicht viel zu ersetzen. Im Großen und Ganzen war das auch so. Ich habe 3-mal Innenraumfilter ausgewechselt für jeweils 36 Euro. Am Anfang waren es nur 22. Ich habe 1-mal Scheibenwischer wechseln müssen für 36,53 Euro. Ich habe einen neuen Verbandskasten gebraucht für 20,18 Euro und eine Radkappe, die ich verloren habe, für 28 Euro. Das war es eigentlich im Wesentlichen bis diesen Juni. Da habe ich dann vor dem 5-Jahres-TÜV sozusagen nach dem Check doch dann eine größere Reparatur gehabt. Ich musste die Lager der Hinterachse ersetzen, die Bremsen abdrehen und die Bremsflüssigkeit erneuern. Und diese Kosten beliefen sich auf 1.800 Euro, sodass ich insgesamt in den 5 Jahren Reparaturen und Wartungskosten von 1.980 Euro hatte. Und wenn man dazu jetzt noch die Reifen und die freiwilligen Service-Checks und die TÜV-Gebühren dazu zählt, bin ich insgesamt bei rund 4.000 Euro für 140.000 Kilometer. Gerechnet hatte ich damals mit 1.500 Euro, allerdings für 90.000 Kilometer. Und die 90.000 Kilometer hatte ich am 13. Mai 2022. Damals beliefen sich tatsächlich auch meine Wartungskosten ungefähr bei 1.300 Euro. Es gab noch mehr Ausgaben, die hat allerdings die Garantie bzw. die Versicherung übernommen. Ich hatte tatsächlich sage und schreibe 4 Glasschäden. Im Juli 21 eine Frontscheibe, im Oktober 21 das Panoramadach, im Dezember 22 eine Heckscheibe und leider inzwischen auch schon wieder eine Frontscheibe. Ich bin sehr, sehr viel gefahren auf den Autobahnen und deswegen hatte ich viele Glasschäden.
Ich habe mir sagen lassen, ich kann nichts dafür. Ich hoffe, es ist so. Jedenfalls hat die Versicherung das übernommen. Dann hatte ich nochmal diesen Unterboden- und Karosserieschaden, als ich über einen großen Stein gefahren bin. Da habe ich auch ein Video gemacht, das ich euch gerne verlinke. Und in der Garantiezeit hatte ich eben noch die Querlenker vorne und hinten ersetzen lassen auf Garantie. Und damit kommen wir zu den Kosten für die Versicherung. Man muss dazu wissen, dass ich den Oscar auch mit dem Auto fahren lasse und deswegen junge Fahrer versichert habe, unter 25 und eine relativ hohe Laufleistung mit 23.000 Kilometern. Ich war am Anfang bei meiner alten Versicherung sehr teuer versichert und bin dann zur Hook24 gewechselt. Ich hatte damals 7.000 Euro angesetzt, aber durch den Wechsel zur Hook24 bin ich dann mit 5.136 Euro Versicherungskosten in diesen 5 Jahren hingekommen. Ob der Wechsel zur Hook24 gut war, darüber mache ich vielleicht irgendwann anders mal ein Video. Was die Steuern betrifft, ist natürlich die Kfz-Steuer entfallen, weil es ja ein Elektroauto ist, aber ich musste den Eigenanteil versteuern. Ich hatte damals mit einem Eigenanteil auf Geschäftswagen von 0,5% gerechnet, der wurde dann aber auf 0,25% gesenkt. Der Bruttolistenpreis von diesem Auto ist 53.080 Euro und daraus hat sich dann über die 5 Jahre ein zu versteuernder Eigenanteil von 8.758 Euro ergeben. Ja, ganz wichtig sind natürlich auch die Stromkosten, also die Betriebskosten. Wenn man mal eine ganz schnelle Rechnung aufmacht, sowohl Tronity, die App, als auch der Tesla selber geben mir als durchschnittlichen Verbrauch 20 Kilowattstunden an, über die gesamte Laufzeit. Das heißt, bei 140.000 Kilometern hätte ich ungefähr 28.000 Kilowattstunden Strom verbraucht. Wenn man das mit dem mittleren Strompreis aus diesen Jahren von 36 Cent rechnet, käme ich auf 10.080 Euro Stromkosten für diese 140.000 Kilometer. Die tatsächliche Rechnung sieht allerdings ein bisschen anders aus. Wie vorhin schon angedeutet, habe ich durch die vielen Referrals im Grunde alle Kilometer, die ich auf Autobahnen gefahren bin und an Superchargern geladen habe, kostenfrei bekommen. Das waren tatsächlich 57% aller Kilometer, die mich nichts gekostet haben. Außerdem, ich kann ja mit dem Sonnenstrom laden und 23% meiner Ladeleistung kam aus meiner PV-Anlage. Die habe ich jetzt mit 12 Cent gerechnet. Das wäre der Preis, den ich sonst bei Einspeisung bekommen hätte. Und 20% von den 140.000 Kilometern habe ich tatsächlich ganz normal aus der Steckdose geladen und bezahlt. Und das sind, und da habe ich jeweils von jedem Jahr den durchschnittlichen Strompreis angenommen und die jeweilige Laufleistung im jeweiligen Jahr, also einigermaßen genau gerechnet, 2.712 Euro, die ich also tatsächlich bezahlt habe. Gerechnet hatte ich mit 2.000 Euro für 90.000 Kilometer. Ich muss sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so viele Freikilometer haben würde durch die Referrals. Und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich so viel Autobahn fahren würde, sodass ich die ganzen Supercharger-Ladungen eben habe. Es gibt jetzt auch wieder ein Referral-Programm und wenn jemand von euch vorhat, einen Tesla zu kaufen, kann ich ihm gerne auch meinen Referral-Code dann, wenn ihr mir schreibt, an tobias@dieserdad.de nennen und dann haben wir beide ein bisschen was davon. Und zuletzt noch der Wertverlust. Der Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer waren 51.680 Euro und der Wiederverkaufspreis läge, da habe ich jetzt mal so rumrecherchiert, es ist gar nicht so einfach, dieses Modell zu finden. Long Range Rear Wheel Drive 2019, 140.000 Kilometer, ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ich würde ihn mal ganz grob bei 21.500 Euro ansetzen. Und damit kommen wir jetzt zu dem alten Vergleich zwischen Skoda Octavia Kombi und dem Model 3. Ich habe ihn fairerweise auch auf der Skoda Octavia Seite ein bisschen angepasst und das entsprechend bessere Modell ausgewählt, was auch eine entsprechend hohe PS-Zahl hat, sodass man es auch ein bisschen besser vergleichen kann, auch wenn das natürlich zwei komplett unterschiedliche Autos sind. Als ich diesen Vergleich vor 5 Jahren aufgemacht habe, war das Ergebnis meiner Berechnungen, dass ich 5 Jahreskosten von 27.654 Euro netto haben würde für das Model 3 und 30.400 Euro für einen Skoda Octavia Kombi. Also, dass das Modell 3 günstiger wäre. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie das heute aussieht. Die Gesamtberechnung für mein Model 3 sieht folgendermaßen aus. Die Anschaffung 43.428 Euro netto. Umweltbonus minus 2.000 Euro, Kfz-Steuer 0, Versicherung
4.316 Euro netto. Eigenanteil 8.758,20 Euro. Das bedeutet je nach Steuersatz irgendwas zwischen 30% und 45%, die dann tatsächlich Steuerlast darauf kommen. 2.600 bis 4.000 Euro Kosten. Der Strom, wie vorhin berechnet, 2.712 Euro. Werkstattkosten, wie vorhin ausgeführt, 3.360 Euro netto. Also Gesamtkosten von 55.816 Euro. Und der Wiederverkaufswert von 18.100 Euro plus Mehrwertsteuer gibt 5 Jahreskosten von ca. 37.700 Euro. Wenn ich keine PV-Anlage hätte und keine Referral-Gutschriften, käme ich auf etwa 6.000 bis 7.000 Euro mehr, also 44.000 Euro. Ja, und während das jetzt natürlich tatsächliche, realistische Kosten waren, sind die Berechnungen für den Skoda Octavia Kombi selbstverständlich nur theoretisch, weil ich habe mir ja keinen gekauft 2019. Trotzdem lass mich das Spielchen mal machen. Ich bin also ausgegangen von einem Skoda Octavia Kombi RS 2.0 TSI mit 180 Kilowatt, also eine ordentliche Maschine. Die hatte einen Bruttolistenpreis von 35.000 Euro. Ich gehe also aus von Anschaffungskosten von 27.000 Euro netto. Umweltbonus entfällt natürlich, Kfz-Steuer wären 5 mal 119 Euro in 5 Jahren sind 595 Euro. Versicherungen habe ich mal nachgeschaut bei Check24. Ist gar nicht so günstig, kommt ungefähr in den Bereich dessen, was ich bezahlt habe. 3.780 Euro netto habe ich ausgerechnet. Jetzt als Geschäftswagen hätte ich eben als Eigenanteil nicht 0,25%, sondern 1% vom Bruttolistenpreis bezahlt. Das wären hier 21.000 Euro. Jetzt je nachdem, welchen Steuersatz man hat, kommt man damit auf Kosten von 6.300 bis 9.450 Euro ungefähr. Beim Benzin bin ich genauso wie beim Model 3 wieder durch die Jahre gegangen, habe die jährliche Laufleistung genommen und dann geschaut, wie der durchschnittliche Benzinpreis in diesem Jahr war. Ich bin tatsächlich von 5 Litern ausgegangen, obwohl eigentlich 8,2 Liter angemessener wären. Je nachdem, wie man es also rechnet, kommt man hier auf 11.000 bis 18.000 Euro Benzinkosten für 140.000 Kilometer. Bei den Werkstattkosten bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass ich ein Scheckheft gepflegtes Auto nach 5 Jahren haben will, wie das ja im Prinzip auch ist. Hab mir also angeschaut, welche Leistungen da zu tun wären. Das sind Ölwechsel, Luftfilter, Ölfilter, Innenraumfilter, Kraftstofffilter, Bremsflüssigkeit, Zündkerzen, ein- bis zweimal Zahnriemen und eine Starterbatterie. Ich habe das mal überschlagen mit Preisen vom ATU und bin tatsächlich zufällig genau auf dieselben 3.360 Euro gekommen, die ich auch für mein Model 3 bezahlt habe. Und damit komme ich jetzt mit einem mittleren Verbrauch beim Benzin auf 59.185 Euro. Der Wiederverkaufswert vom Skoda Octavia Kombi ist etwas niedriger. Den habe ich so bei 13.000 Euro gesehen nach 5 Jahren. Und damit komme ich auf 5 Jahreskosten von ca. 46.185 Euro, also 8.500 Euro mehr als mein Model 3. Und selbst wenn ich realistische Stromkosten ohne Referral Code und PV-Anlage annehme, sind es immer noch 1.000 bis 2.000 Euro mehr als bei meinem Model 3. Tja, an dieser Stelle dürft ihr mich jetzt gerne schlachten für meine Berechnungen. Aber mein Fazit ist, für mich war es auf jeden Fall und aus verschiedensten Gründen die richtige Entscheidung, das Model 3 in den letzten 5 Jahren zu fahren. Und auch ohne den Referral-Bonus und die PV-Anlage wäre ich immer noch knapp unter den Kosten für den Skoda Octavia geblieben. So, liebe Verbrennerfahrer, jetzt dürft ihr fleißig kommentieren, was ich alles falsch gerechnet habe und warum euer Auto doch viel besser ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall dieses Video liked, mir ein Abo dalasst. Ich habe mir doch eine ganze Menge Mühe mit diesen Berechnungen gemacht. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, euer dieser Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und die beiden Videos könnten dir auch gefallen.